So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2, Skull of the First Sin. So, mit den Seelen, die wir jetzt haben, werden wir einmal Bearer of the aufleben. curse. Seek so, seek less. Die sagt immer noch nichts Neues. Deswegen packen wir jetzt mal einen Punkt in Geschicklichkeit, dass wir etwas stärker werden. Und mit den restlichen Seelen versuchen wir mal die Syans-Rüstungsteile, die wir schon gesammelt haben, abzugraden. I knew you'd be. Jo. Wir können natürlich auch das hier noch upgraden und auf Stufe 10 bringen, das Schild. Aber die Syans-Rüstungsteile sind erstmal interessanter, wobei wir gar keine Titanitscherben haben. Hey. Okay. Das heißt, das wird irgendwann später gemacht, wenn wir mehr Seelen zum Titanitscherben kaufen haben. Für uns geht es jetzt erstmal wieder zum Königstor in Schloss Dwenglik. Und ja, ab hier wird es wieder richtig, richtig lustig. Wenigstens ist schon mal da alles aufgehellt. Wir töten erstmal ihn hier, damit er uns nicht in den Rücken fällt. Und vielleicht auch das letzte Sians-Teil droppt. Das wären dann, glaube ich, die Hosen. Nein, der droppt leider nichts. So, jetzt wird's hier wieder unschön. So, erstmal den da loswerden. Au. Du bist kein Gegner. Du bist einer. So, du öffnest uns erstmal diese Tür hier. So, dort kommt nämlich jetzt so ein Wächter raus, ein Ruinenwächter. Und die sind halt, wie wir wissen, sind die ziemlich garstig. Den können wir aber dank unseres Schildes gut abblocken. Das ist dann wahrscheinlich erstmal die Taktik, den hier zu besiegen. Wenn er nicht ganz so starke Angriffe machen würde und nicht ständig zurückspringen würde. Au. Dann kriegen wir ihn nämlich auch tot. Komm. Ey, nicht zurückziehen, das ist unfair. So. Der Schlag ist halt hart. Der drückt uns halt ein Stück weit zurück. Und ja, dafür, dass sie alte Ruinenwächter sind, halten sie, naja, sind sie ziemlich sprunghaft, das wollte ich sagen. So, erster ist gekillt. Ich werfe mir mal. Ah, ich habe schon wieder vergessen, die Heilung umzuswitchen. So, der hier hat leider nichts bewacht. Gut. Dann kümmern wir uns jetzt als nächstes erst um den Steinmenschen hier. Wow. Das ging aufs Schild. Und holen uns den Ruinenwächter mal raus. Ja, der ist auch wieder genauso übel wie sein Partner.
Ja, wir können auch manchmal schwere Angriffe wagen. Jo, komm her. Das hier sollten wir nämlich einigermaßen safe spielen. Du bist kein aktivierbarer. Da war ein Wahrheitsverkünder drin. Okay. Gut. Das könnte jetzt hässlich werden. Da kommt nämlich jetzt erstmal der Ruinenwächter raus. So, den können wir ganz gut treffen, so. Er kann uns aber auch manchmal treffen. Ah, und er hat Reichweite. Zum Glück ist aber der Gang hier so eine Art demilitarisierte Zone. Also eine Safe Zone. Und da könnten wir jemanden zur Verstärkung rufen. Ist aber nicht unbedingt nötig. Das war auch nicht nötig. So. Die Seite ist damit clear. Ihr beide wart keine. So. Du warst einer. Du bist auch einer. Heilen wird sicherheitshalber nochmal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob hier an der Seite beide oder nur einer. Nur du. Komm, piekst du mich nochmal. So. Damit öffnen wir diese Golem-Türe. Und ja, es sind überall solche Golems abgebildet. Und welche Überraschung, ein Ruinenwächter. So, den können wir aber etwas offener bekämpfen. Gott sei Dank. Da wir mehr Platz jetzt haben. Da wir auf der Seite ja alles getötet haben, was böse ist. Wir müssen nur auf unseren Speer ein bisschen Acht geben. Ja, das hätte uns treffen können. Hat es zum Glück aber nicht. So, weg mit dir. Den da lassen wir mal. Der dürfte nämlich eigentlich auch lebendig werden. Ah, der Ring des königlichen Soldaten plus 1. Den können wir gebrauchen. Da können wir nämlich unseren alten eintauschen. Der gibt wenigstens 3,5 mehr Traglast. Was schon ein bisschen was ist. Du bist nicht echt. Du bist echt. Also du bist ein Gegner. So, komm her. Na komm, ich muss dich hier in der Nähe der Tür töten. So, danke. Also ja. Wieder ein Ruinenwächter.
Okay, der geht jetzt schon ein bisschen ab. Na genau, da wir um sie rumtänzeln können jetzt. Jetzt ist es etwas einfacher, sie zu treffen. Ja, guckt, wie der abgeht. Der hat schön viel Freiraum zum Tanzen. So, da müssten eigentlich beide, genau, lebendig werden. Wow. Na komm. Einmal einen guten Schluck trinken. Dann schalten wir erst den Miesen von euch beiden aus. Nicht beide gleichzeitig ausschalten. Wenn nämlich die nämlich zu weit weg von der Tür sind, haben wir ein Problem. Ja, im Betrügen sind sie auch ganz groß. Manchmal frage ich mich echt, für was Balance gut sein soll, wenn sowieso die Gegner einen viel zu leicht umnatzen können. So, und jetzt stirbst du noch schnell, weil sonst geht die Tür hier auf und wir haben eigentlich kein Problem, weil das war's größten sozusagen. Ah, hier hätten wir noch die Truhe, die wir plündern müssen. Das sollten wir nicht vergessen. Ein Mastodon-Großschwert. Ist okay. Hier drin ist nichts mehr. Jetzt können wir uns noch um den letzten hier kümmern. So. Okay, damit wäre hier alles gesäubert. Da unten das Leuchtfeuer hatten wir bereits aktiviert. Das brauchen wir also auch nicht mehr machen. Das heißt, wir können jetzt rasten. Nochmal kurz nach Majula zurück. So kann ich mir nämlich für die Seelen nochmal ein Level abkaufen. So, wenigstens eins, dass wir langsam unsere Geschicklichkeit in Richtung 30 kriegen. Weil wir sind ja eigentlich ein Dex-Charm mit dem Speer, auch wenn wir schwere Rüstung nachher tragen. So. Was sagt die Gegenstandskiste? Duftzweige, Wahrheitsverkünder, edler Knochenstaub. Ah, stimmt ja. Bei dem einen Seanswächter war ja noch ein Knochenstaub, den wir vergessen hatten. So. Seelenmäßig ist alles okay. Das Mastodon-Großschwert kam weg. Goldener Falkenschild haben wir bereits einen. Falknerhelm haben wir auch irgendwo einen, genau da. Wir haben die Syans. Den Helm, die Rüstung. Und die Stulpen, also fehlen wirklich nur noch die Hosen. So, den Ring können wir wegpacken. Und bevor ich jetzt wieder drauf vergesse, Zaubereinstimmung. So, medizinische Heilung. So, da kann ich mir schon mal ein paar kleine Splitter kaufen. Sagen wir mal, 6 sind zu wenig. Ich bräuchte eigentlich 9. Fürs Erste. Visit me. Aber das Upgraden machen wir dann später. Wir müssen auch irgendwann unsere ganzen Seelen mal verpulvern. Also die Herrscherseelen. Und mir fällt gerade so auf, ich habe ziemlich wenig Asketenleuchtfeuer. Asketenleuchtfeuer, doch richtig gesagt. Das kommt aber wahrscheinlich irgendwann noch. So.
wieder zurück ins Schloss.